Seit mehr als 100 Jahren schon hört man das Schnaufen der Dampflokomotiven auf den Berghängen der Ostkarpaten. Schon längst museumsreif auch die Krauslok, die in diesem Jahr ihren 85. Geburtstag feiert. Keine Touristenattraktion oder Ausflugsdampfer, die Lokomotive leistet heute noch die gleiche Arbeit wie Anfang des Jahrhunderts. Das Leben von mehreren Generationen war auf der Hochebene von Kommando eng mit der Eisenbahnlinie verbunden. Eine weitere technische Kuriosität des Ortes, die Standseilbahn. 1880 erbaut und noch immer voll funktionsfähig. Die Menschen hier wissen diese einfache, umweltfreundliche und ein wenig abenteuerliche Konstruktion zu schätzen. Lange Zeit war die Standseilbahn die einzige Verbindung zum Tal. Heute ist sie zwar für den Personenverkehr gesperrt, aber gegen ein kleines Trinkgeld kann man auch immer das Gleiten der Rollbrücken miterleben. Das Leben der Menschen und ihre Arbeit auf der Schmalspurstrecke hat sich in den vergangenen 100 Jahren kaum geändert. Die Zeit scheint hier stillzustehen. Der Besucher wird Zeuge einer weit entfernten Vergangenheit. Um 7 Uhr morgens wird Brennholz für die 76-3-247 geladen. Diese Zahl sagt Kennern einiges über die Eigenschaften des Lokomotiventyps. So erfährt man zum Beispiel durch die 76, dass es sich um eine 760 mm Spur handelt und 3 bedeutet, dass ihre Stärke unter 100 PS liegt. Diese Lokomotive wurde 1913 in München von der Firma Krauss gebaut. Ursprünglich sollte sie von einer Handelsgesellschaft nach Warschau transportiert werden, doch der Erste Weltkrieg kam dazwischen. So kam die Lokomotive in die Karpaten, diente bis 1918 erst als Heeresbahnlok, dann wurde sie für den Waldbau in Kommando eingesetzt. István Donokosch ist seit 20 Jahren Lokführer in der kleinen Holzfällersiedlung. Für ihn und seinen Freund, den Mechaniker Sándor, ist diese Lokomotive nicht nur ein Arbeitsmittel, sondern viel mehr. So etwas wie ein Dritter im Bunde. Auf den Dreien lastet eine große Verantwortung. Lok und Mannschaft dürfen nicht ausfallen. Das Leben der Siedlung hängt zum Großteil von ihrer Arbeit ab. Sie sind für den Transport des Holzes zuständig. Holz, das ist die einzige Einnahmequelle in Kommando. Wie ist das Leben des Lokführers? Das Leben ist schwierig. Wir versuchen aber, uns zurechtzufinden. Wir arbeiten wie die anderen, bloß wir sind immer mit Öl vollgeschmiert. Mögen Sie Ihre Lokomotive? Ich liebe sie mehr als alles in der Welt. Das Sägewerk gibt es hier seit 1890. Die Maschinen sind noch immer die gleichen wie vor 100 Jahren und sie werden noch immer von einer alten Dampfmaschine angetrieben. Die Anstrengungen haben sich damals gelohnt. 3 Wochen dauerte es, bis die neuen Gatter in Wien bestellt, die Dampfmaschine und die in Stücke zerlegte erste Lokomotive, von Ochsen und Pferden gezogen, auf der 1000 Meter hoch liegenden Hochebene ankamen. Die ersten Unternehmer, die die Urwälder der Karpaten bezwangen, kamen aus dem Tatra-Gebirge. Zusammen mit ihren Maschinen und den Loks haben sie auch den Pioniergeist mitgebracht. Damals hat sich aber wohl keiner gedacht, dass die Gatter auch nach mehr als einem Jahrhundert keine Ruhe finden werden. Die gute Qualität des Fichtenholzes aus Kommando ist heute noch ein Begriff. Das 1948 verstaatlichte Sägewerk hat nach der politischen Wende keinen Anschluss an die Marktwirtschaft gefunden. Heute noch in staatlicher Hand sieht die Fabrik einer unsicheren Zukunft entgegen. Die Siedlung mit den 600 Einwohnern lebt ausschließlich vom Holz und von den zum Sägewerk gehörenden Waldbahnlinien. Das Schnittholz wird auf die Holzwagen geladen. Die Waldbahn sorgt dann dafür, dass die Ladung in das Tal, in die 20 Kilometer entfernt liegende Möbelfabrik gelangt. Ein Teil des Holzes wird sogar ins westliche Ausland verkauft. Der Bahnhof von Kommando. Wo früher 20 Dampflokomotiven rangierten, steht heute nur noch eine einzige auf dem Fahrplan, die Krauslok. Die Arbeitszeit liegt nicht exakt fest. In Kommando gilt eine eigene Zeitrechnung. Doch wenn es dann endlich in Bewegung kommt, das alte Dampfross, dann geht es rund.
die 1190 Liter kochendes Wasser haben den Kessel ordentlich zum Dampfen gebracht. Das laute Schnauben der Krauslok stört hier keinen, im Gegenteil. Solange sich die Lokomotive noch regt, wird es Leben geben, den Kommando, sagen die Einheimischen. Außerdem ist die Lok eine Sehenswürdigkeit in der Region. Der Lokführer, der Heizer, die Mechaniker, alle, die etwas mit der Lokomotive zu tun haben, sind respektierte Mitglieder der Gesellschaft. Was bedeutet die Eisenbahn für die Siedlung Kommando? Der 38 Jahre alte Lokführer. Das ist unsere Überlebensmöglichkeit. Hier hängt alles zusammen. Die Fabrik und die Eisenbahn. Wir sichern den Transport. Ohne uns würde hier alles stillstehen. Was für eine Zukunft hat hier die Siedlung? Das kann ich nicht genau beantworten. In einer Minute wird uns gesagt, dass Fabrik und Eisenbahn geschlossen werden. In der nächsten hören wir, dass es noch weitergeht. Alles ist unsicher. Das Pfeifen, die Rufsignale, sind so alt wie die Siedlung. Die Bahnarbeiter verlieren nicht viele Worte beim Rangieren. Nun werden die 6 vollbeladenen Holzwagen angekoppelt. So viele werden täglich ins Tal befördert. Langsam setzt sich die alte Krauslok in Bewegung. Sie hat eine Reise zur 10 Kilometer entfernten Bergstation der Standseilbahn zu bewältigen. Das wird circa 40 Minuten dauern. Die zahlreichen Versuche der vergangenen Jahrzehnte, die Dampflok durch eine Diesellok zu ersetzen, sind immer gescheitert. Für die steilen Berghänge eignet sich die alte Dampflok viel besser, so die Einheimischen. Außerdem ist die regelmäßige Versorgung mit Kraftstoff höchst unsicher. Holz aber gibt es hier im Überfluss. Für Schandor und Istvan käme auch keine andere Lok in Frage. Die gut eingespielte Mannschaft schwört auf die Krauslok. Sicherlich wäre Kohle zum Heizen geeigneter, aber die gibt es hier nicht. So fährt sie eben mit Holz. Langsam, aber sicher. Für Istvan ist kein anderer Beruf vorstellbar. Sein Großvater war schon Lokführer in Kommando und wie er erzählt, kann die richtige Bedienung nur in der Familie gelernt werden. Die Dampflok muss man fühlen und das kann keine Schule und kein Lehrgang vermitteln. Die Bergsiedlung Kommando. Heute eine vergessene, ruhige Ortschaft in den Karpaten. Die Alten können sich noch an die Legenden der vergangenen Zeit erinnern. Hier fanden zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg die letzten rumänischen Generäle, die die Sowjetmacht nicht akzeptieren wollten, ein Versteck. Und es leitete auch schon mal einer der Helden des Aufstands von 1956, das Sägewerk in Kommando. Doch die glorreichen Zeiten der Siedlung liegen weit zurück. Als Ende des Jahrhunderts in der ungarischen Tiefebene große Überschwemmungen ganze Städte zerstört haben, benötigte man für deren Wiederaufbau dringend Holz. Innerhalb kurzer Zeit entstanden hier Sägewerke. Abenteuerlustige Unternehmer, Fachleute und Arbeiter strömten in die Siedlung. Die damals hochmodernen Maschinen kamen aus Wien. Und als zweite Ortschaft in Transsilvanien bekam Kommando elektrisches Licht. Und die Eisenbahn kam natürlich auch. Der Bauboom in Budapest um die Jahrhundertwende sicherte neue Aufträge. So wurde das Waldbaugebiet erweitert. Die Schmalspurstrecken bildeten in den Urwäldern der Karpaten in den 20er Jahren ein Netz von über 200 Kilometern. 2 Dutzend Dampfloks waren damals in ständigem Einsatz. Um tiefe Schluchten und Abgründe zu überwinden, entstanden waghalsige Konstruktionen. Eine davon die heute noch funktionierende Standseilbahn. Von Unfällen gibt es auch zu berichten. Anfang des Jahrhunderts riss ein Kabel und die Rollbrücken stürzten in die Tiefe.
Fahrgäste werden heute noch gerne mit dieser Geschichte unterhalten. Doch eine steht fest. Standseil, Bahn und Lok waren die Symbole des Fortschritts für Kommandu. Die Konjunktur hat der Siedlung nach dem Ersten Weltkrieg Wohlstand gebracht. Freibäder, Casinos, Tennisplätze, eine Eiskunstlaufbahn, sogar ein eigener Radiosender entstanden. K&K-Adel wie die Habsburger oder die Grafen Windisch-Grätz besuchten die Ortschaft. Die feine Gesellschaft aus dem Ausland kam zum Wintersport und zur Jagd. Hier teure Kreationen aus bekannten Wiener Modehäusern. Dort die rustikale Kleidung der Bergbewohner. Doch das war einmal. Was blieb, ist nur die Erinnerung und die harte Arbeit. Knapp 40 Minuten sind wir mit unserem Holztransportzug unterwegs. In Kürze wird die Bergstation der Standseilbahn erreicht. Der obere Abschnitt der Schmalspurlinie endet hier. Die Holzwagen werden abgehängt. Es gibt eine Verschnaufpause für Lok und Personal. Doch die ist kurz. Kleine Reparaturen sind notwendig und Wasser braucht die Lok auch. Insgesamt viermal auf der Hin- und Rückfahrt wird der Kessel nachgefüllt. Das Rangierpferd hat es nur scheinbar so schwer. Im Vergleich zu seinen acht Genossen in dieser Gegend geht es ihm prächtig. Alle 30 Minuten circa 5 Minuten Arbeit, gegen Mittag dann Feierabend. Zu fressen gibt es immer genug. Bela ist ein wichtiger Mitarbeiter. Das Pferd sorgt dafür, dass die 14,5 Tonnen schwere Krauslok die Rampe nicht unnötig belastet und keine Zeit zum Rangieren auf der dreigleisigen Station verloren geht. Die Bergstation der Standseilbahn. Da. Mit dem Telefon wird die Verbindung ins Tal gehalten. Die Station ist übrigens mit dem einzigen Telefon in Kommando ausgestattet. Von hier aus werden die Holzwagen auf einer Strecke von 1250 Metern in die Tiefe befördert. Und zwar einer nach dem anderen. Gebaut wurde die Bahn 1880. Seither ist weder an den Maschinenteilen noch an ihrer Technik etwas verändert worden. Das Bremsen erfordert viel Fingerspitzengefühl. Mit Hilfe der zwei Räder wird auch das Gleichgewicht zwischen den beiden fahrenden Rollbrücken gehalten. Das Prinzip hat sich bewährt. Die Rollbrücken der Standseilbahn laufen auf einer 2000 mm Spur. Der Bau des Untergestells gleicht eine Neigung von 17% aus. Immerhin muss ein Höhenunterschied von 350 Metern bezwungen werden. Während die obere mit einem Holzwagen beladene Rollbrücke nach unten fährt, setzt sich von unten ein leerer Holzwagen nach oben in Bewegung. Das 30 mm dicke Kabel, das die Wagen zieht, wird in der Bergstation über eine Umlenkrolle geleitet. Rund 20 Mal täglich wechseln die Wagen hin und her. In der Mitte der Strecke liegt die Ausweiche. Die beladene und die leere Rollbrücke treffen sich hier. Jetzt liegt es an dem Bremser in der Bergstation, dass er die beiden Brücken ohne Sichtkontakt genau nebeneinander zum Stehen bringt. Die Neigung des Bergs ändert sich hier. Die unbeladene Rollbrücke muss an Gewicht zulegen. Sonst hätte der beladene Wagen ein zu geringes Gegengewicht und könnte nicht mehr gebremst werden. Für den Ausgleich müssen 50 Kilo schwere Gewichte umgeladen werden. Die Arbeiter sind froh, denn in diesem Winter ist die große Kälte ausgeblieben. Temperaturen von minus 30 Grad sind keine Seltenheit in den Ostkarpaten. Und dann wird die Arbeit schwer. Der Schnee, der erst im Mai wegschmilzt, liegt manchmal über 2 Meter hoch.
Die Arbeiter müssen dann die Spur der Standseilbahn selber freischaufeln. Das wird nachts gemacht, damit am nächsten Tag die Transporte weitergehen können. Nachtarbeit in den Karpaten ist nicht ungefährlich. In dieser Gegend sind Bären und Wölfe immer noch zu Hause. Die Fahrt nach unten hat 10 Minuten gedauert. Die Eisenbahnlinie wird zum Großteil von Seklern bedient, einer in Rumänien lebenden ungarischen Volksgruppe. Das Personal der Standseilbahn ist rumänisch. Dieser Teil der Ostkarpaten hat in seiner jüngsten Geschichte häufig den Eigentümer gewechselt, ist zum Spielball zwischen Ungarn und Rumänien geworden. Auch in der Talstation kommt ein Rangierpferd zum Einsatz. Die Lokomotive, die die Holzwagen auf der unteren Strecke der Waldbahn ziehen soll, wird erst in 2 Stunden erwartet. So lange müssen sich Mensch und Tier alleine zurechtfinden. Kein Problem für ein gut eingespieltes Team. An diesem Rhythmus hat sich nie etwas geändert. Viel verdienen die Menschen trotz harter Arbeit nicht. Ihr Monatslohn beträgt umgerechnet 150 D-Mark. Doch die meisten haben nebenbei noch einen kleinen Hof mit Haustieren und ein bisschen Landwirtschaft, soweit es das raue Klima erlaubt. Außerdem ist das Holz zum Heizen umsonst. Zum Ende des Ersten Weltkriegs war die Region Teil der K&K-Monarchie. Bis 1940 gehörte sie dem rumänischen Königreich an. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebiet wieder ein Teil Ungarns. Und seit 1945 gehört es erneut zu Rumänien. Auf die Frage, seit wann es hier diese Seilbahn gibt und was sich verändert hat, antwortet Nicolae Robu, ein Seilbahnmitarbeiter: Die Bahn gibt es seit 1880. Wegen des Verschleißes musste das Kabel immer wieder mal ausgewechselt werden. Doch der Mechanismus und das Prinzip sind die gleichen geblieben. In den Jahren des Sozialismus wurde die Aufforstung der dezimierten Fichtenwälder vernachlässigt. Als Folge davon hat der Sturm im Winter 1995 mehrere 10.000 Hektar Wald vernichtet. Knapp ein Jahr später kam es zu einer weiteren Katastrophe. Um den Holzpreis künstlich in die Höhe zu treiben, wurde im Auftrag von privaten Unternehmern aus der Umgebung ein Teil der Standseilbahnanlage in Brand gesetzt. Lange Zeit war es fraglich, ob die Seilbahn jemals wieder funktionieren wird. Doch wie durch ein Wunder fand sich ein alter Meister, dessen Vater schon hier gearbeitet hat. Aus seiner Erinnerung leitete er den Wiederaufbau. Nur die helle Farbe der Bergstation zeigt, dass hier etwas Neues gebaut wurde. Und die Ankunft soll früher etwas sanfter gewesen sein. Unten im Tal geht die Arbeit noch weiter. Und von hier aus sind die Folgen des zerstörerischen Sturmes und der Umweltschäden am besten zu sehen. Wie immer am Nachmittag holt eine rumänische Lok die Holzwagen von der Talstation der Standseilbahn ab. Die Fahrt führt durch das sogenannte Feental, ein Name, der an die frühere Schönheit der Landschaft erinnert. Die Lokomotive ist beinahe nagelneu, sie wurde 1980 gebaut. Als Vorbild diente die Konstruktion der Kraus-Lokomotive. Diese Lok ist eine der letzten. Heute werden in Rumänien keine Dampfloks mehr gebaut. 5 der insgesamt 6 Holzwagen sind bereits unten an der Talstation angekommen. Bis der letzte Wagen von der Rollbrücke gezogen wird, bleibt noch Zeit für ein wenig Pflege. Die Lok muss abgeölt werden. Und eine kleine Stärkung für das Personal ist auch noch drin. Währenddessen wird die Ladung begutachtet. Circa 6 Kubikmeter Holz müssen auf jedem Wagen verladen sein. Musik
Die Zeit vergeht schnell. Die 150 PS starke 764-405 kann mit dem Rangieren beginnen. Die Rangieranlage besteht aus 5 Gleisen. Die Mitarbeiter auf dem unteren Abschnitt der Waldbahn sind noch jung. Seitdem der Waldbau oben in Kommando zurückgegangen ist, haben sie hier nur noch eine Halbtagsarbeit. Die meisten versuchen deshalb, noch einen zweiten Job zu finden. Die Möbelfabrik in der nahegelegenen Ortschaft Kovasna bietet hin und wieder Arbeit an. Auf dem dortigen Bahnhof endet auch die Schmalspurlinie. Die Fahrzeit beträgt ungefähr eine Dreiviertelstunde. Die angegebene Höchstgeschwindigkeit der Rangierlok von 30 Stundenkilometern ist eigentlich reine Schmeichelei. Mehr als 10 km/h schafft die kleine Lok nie. Aber keine Schmeichelei, die Lok ist samt Wagen ein Augenschmaus. Gleich erreichen wir die Endstation, den Bahnhof Kovasna. Von hier aus wird das Holz auf der Kursbuchstrecke 404 ins ganze Land weiter transportiert. Ein Teil gelangt in die örtliche Möbelfabrik. Kovasna ist immer noch der Sammelpunkt für den gesamten Waldbau im Karpatenbogen. Die Angst, dass das Holz bald verbraucht sein würde, herrscht hier schon seit den 30er Jahren. Mittlerweile gibt es Bemühungen, den Raubbau einzuschränken. Der Eisenbahnromantiker kann hier noch eine letzte Überraschung erleben. Eine auf Normalspur umgebaute Borsig-Lok aus Berlin-Tegel rangiert seit fast 90 Jahren unermüdlich. Obwohl Bahn und Waldbau häufiger ihre Eigentümer gewechselt haben, haben die Menschen in dieser Gegend wenig von Krieg und Politik mitbekommen. Slowaken, Österreicher, Deutsche, Juden und Italiener waren jahrzehntelang auf der Hochebene zu Hause. Aber ethnische Spannungen gab es hier so gut wie nie. Die harte Arbeit verbindet, die Menschen sind aufeinander angewiesen. Auf der Bergstation der Standseilbahn werden für heute die letzten Wagen rangiert. Für die Einheimischen ist das hier alles tägliche Routine. Am frühen Nachmittag sind Lokführer Istvan und Heizer Schandor wieder auf dem Weg in die Siedlung. Früher hat der Zug die Strecke selbst am Wochenende 3 oder 4 Mal bezwingen müssen. Heute gibt es nur noch einen Transport am Tag. Wie hat sich das Leben in Kommando in den letzten Jahrzehnten entwickelt? Früher wurden hier noch Häuser gebaut, meint der Lokführer. Heute gibt es gar nichts mehr. Aber wer weiß, vielleicht werden wir eines Tages wieder von den Touristen entdeckt. Die Fahrt ist zu Ende. Doch Istvan macht noch lange nicht Feierabend. Er hilft noch bei der Reparatur der 1930 gebauten rumänischen Reschita-Lok. Vor einigen Jahren bekam sie eine Hauptrolle in einem Film. Das war ihr letzter Einsatz.
Es ist zwar unwahrscheinlich, dass die Lok je wieder fahren wird, aber repariert wird sie trotzdem. Nach getaner Arbeit darf sich Istvan auch ein Stück Brennholz mit nach Hause nehmen. Kostenlos. Die Nächte sind kalt in Kommando. Heizer Schandor und die Lokomotive bleiben auch über Nacht zusammen. Holz muss immer wieder nachgelegt werden. Der Kessel darf nicht auskühlen. Und so wird die Kraus-Lok von 1913 wohl auch noch nach der Jahrtausendwende durch die Wälder der Karpaten dampfen. Mit durchschnittlich 10 Kilometern pro Stunde.